Aline hat euch Sachen rausgesucht, wo ihr sagen werdet, ui, das war knapp. Eure Videos. Jo, das ist auch voll fies. Du denkst der Bulli, aber nö, da ist noch was dran. Auch in langsam geguckt, nein, da ist kein Abschleppseil zwischen, was ich auch dachte. Das Problem ist einfach nur, dass dieser Audi, glaube ich, ist es, ne? Also der erste, der will da direkt auf die Hofeinfahrt. Damit hat der Bulli wohl nicht gerechnet. Aber selbst wenn er durchgefahren wäre, zu knapp war es trotzdem. Wenn man sich auf sein Glück verlässt, weil man den Kopf nicht mehr weit genug nach rechts gedreht kriegt. Hier ist jemand, der kein Auto fahren kann. Behaupte ich. Ich verrate euch aber nicht, wer. Der zweite Wagen vor der Kamera ist wieder der gleiche, der sich da eben so reingequetscht hat. Alter! Das, was war das denn jetzt? Piste! Ist eigentlich schnell erklärt, da ist 50 und wenn ihr mit 83 fahrt, ne? Wisst ihr, was Glück ist? Wenn du gerade in dem Moment schlenkerst, wo mal güst keine Baken da stehen. Alter! Wikipedia, was machst du da? Jo! Ah, bin ich gespeichert. Was das für ein Land ist, was, die müssen das nur besitzen, dann kriegen sie 280 Euro im Schnitt in Deutschland für dieses. Da gibt es ein paar Ideen. So, schade, dass Bremsen wichtiger war als Hupen, denn das hätte der echt verdient gehabt. Das ist eine ländliche Entwicklung. Damit können zum Beispiel die Welt. So kann man natürlich auch sagen. Hä? Surprise, Motherfucker! Oh, da liegt ein süßes Hundi. Oh. Ist das denn normal? Und ich dachte schon, wow, ich will dir fressen. Prima. Wie lautet die Nachricht? Ist hier 50? Fährt er 50? Ich fühle mich direkt besser aus. Dieser Kameraperspektive kommt es mir so vor, als würde ich trainieren. Als wenn ich trainieren würde. Hui. Naja, als Pkw-Fahrer hast du bei sowas null Chance. Und der Spiegel ist auf jeden Fall eingeklappt, falls ihr das nicht gesehen habt. Muss an seinem Bauch da irgendwie lang geschraubt sein. Ich frage mich, ob er noch über die Füße gefahren hat. Aber der ist da eingestiegen und der Bulli ist weggefahren. Tja, so schlimm war es wohl nicht. Ich finde es noch ein bisschen befremdlich, dass dieser Twingo oder was es ist, seinen Spiegel nicht ausklappt und so weiterfährt. Ist ihm wohl auch egal. Leute gibt's. So wie du erzählt hast, ne? Klang das eigentlich von den beiden her so. Hat die sie jetzt irgendwas als Vorfahrt gehabt? Ja. Selber gefahren, ohne zu gucken, ey. Boah, ey, das ist ein Wochenende, ey. Da könnte ich ausflippen. Hier ist wieder so eine geile Situation, wo die Musik wunderbar zu der Szene passt. Bleib weg von mir. Postne! Meine Fresse!
Alter. Seit es immer mehr Motorräder mit ABS gibt, möchte ich nicht wissen, wie vielen Leuten das schon den Arsch gerettet hat. Kompletter Tempo. Grund Nummer 1, warum man 30 in der 30-Zone fahren soll. Ich finde, das ist Grund genug, um nicht schneller als erlaubt zu fahren, ne? Aber eine Chance hätte der Pansen eh nicht gehabt. Der Silberne, der sich da jetzt noch über die Kreuzung quetscht, der hat Glück, dass dieses Auto den noch irgendwie gesehen hat. Sonst hätte es richtig geraschelt. Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, über diese gar liebliche Gesangseinlage drüber zu quatschen. Phil erzählt hier schon alles, deswegen sage ich einfach nur, der LKW hat einen Arsch auf. Wir haben auch noch so ein Dacia. Was kannst du? Pass auf! Bist du da wahnsinnig? Was war denn das? Ach! Du! Du dumme Sau! Also, ich kann doch nicht mit einem LKW bei 150 rüberziehen. Und dann noch Lichthupe geben. Was habt ihr denn? Was soll ich machen? So schnell kann ich nicht abbremsen auf einer nassen Straße. Das wäre, wenn ich gebremst hätte, wären wir ins Schleudern gekommen. Nein. Ja, da war schon ein Herzinfarkt. Der PKW-Fahrer da rechts ist auf jeden Fall blind und so ruhig wie er reagiert, auch taub. Hui, ganz schön aggressiv auf die Kamera gedrückt. Erst freut man sich, dass man reingelassen wird und dann kommt sowas. Hui, jetzt hätt's fast gescheppert, ey. Alter. Der kommt einfach rüber, ey. Toter Winkel. Und zu wem schickst du das jetzt? Eure Videos. Achso, ja. Sie kommen von rechts, du fährst nach links und dann kommen sie von links auch noch. Wie fies ist das? Alter! Einmal kurz in die Hose gepupt und weiter geht's. Der silberne Polo da rechts hat vorne seine Frontschürze schon kaputt gefahren, aber das reicht dem nicht. Der will noch mehr. Oh Gott! Ey! Na, der wäre uns fast reingefahren. What the f***, ey! Ah ja, hier wieder so ein Kreisverkehr. Diese völlig unübersichtlichen, so wie dieser hier. Boah, es muss so schwierig sein, nach links zu gucken. Ja gut, staut sich ein bisschen. Aber jetzt guck doch mal, was von rechts die Linksabbiegerspur runtergefahren kommt. Ein Moped. Ui, Schwein gehabt. Und wieder mal war es das ABS. Danke, ABS. Dampfwalze schrieb dazu, er hat für einen ganz kurzen Augenblick da hinten diesen PKW huschen sehen und dachte, das wird nichts. Jupp, Dampfwalze hat der Flachpfeife da das Leben gerettet. Hinter ihm waren übrigens keine Fahrzeuge, die kamen erst, als er wieder am Anfahren war.